bei mir gerade aus dem ZDF gekommen, direkt bei uns. Herr Bartsch, warum steht bei den Linken wieder ein fettes Minus? Ich glaube, es gibt mehrere Probleme. Eins ist zweifellos die Pandemie. Eine Partei, die viel von dem Gespräch vor Ort, von dem Engagement vor Ort lebt, für die ist die Pandemie natürlich besonders problematisch. Ein zweiter Grund ist mit Sicherheit der problematische Bundestrend. Wenn man im Bund zwischen 6 und 7% steht, dann ist es schwierig in den ostdeutschen Ländern, wie wir mehrfach erfahren haben. Und nicht zuletzt hat auch die Polarisierung, Haseloff oder AfD, dazu geführt, weil viele Menschen haben gesagt, na ja, bei der Bundestagswahl wähle ich euch, aber diesmal, ich will nicht, dass die AfD stärkste Partei wird. Da bin ich auch einigermaßen unzufrieden. Die Differenz sind jetzt 14 Punkte und lange Zeit wurde auch noch am heutigen Tag artikuliert Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich finde, da gibt es auch eine Verantwortung von denjenigen, die Wahlumfragen erstellen. Aber Herr Bartsch, Sie haben gerade gesagt, für viele Menschen war das Thema Corona-Pandemie jetzt ein großes Thema. Warum kann denn in einem Land wie Sachsen-Anhalt die Linke dann eben nicht die Probleme der Menschen hier abholen? Na, es ist vielfach so, dass die Corona-Fragen natürlich von den Regierenden gelöst werden. Und Herr Haseloff hat das in großer Konsequenz gemacht. Er hat das Parlament mehr oder weniger ausgeschaltet. Aber offensichtlich wollten das sehr viele. Und das müssen wir annehmen, ernst nehmen, wenn ich doch das auch als sehr problematisch ansehe. Aber klar ist auch, in Sachsen-Anhalt hat die Linke versucht, unser zentrales Thema, nämlich die Ostkompetenz, nach vorn zu stellen. Da haben wir in den letzten Jahren leider viel versäumt. Und es wird darauf ankommen, deutlich zu machen, gerade mit Blick auf die Bundestagswahl, dass wir die Vertreterin sind, die am ehesten Ostinteressen vertritt. Denn wir sehen doch auf der Bundesebene, es gibt nicht einen Minister oder eine Ministerin aus den neuen Ländern. Hier in Sachsen-Anhalt sind ganze 2 Minister aus dem Kabinett Haseloff aus dem Osten. Ich finde, das geht so nicht. Man kann sich Gerichte und Ähnliches anschauen. Aber es ist unsere Aufgabe, genauso die unterschiedlichen Löhne, die unterschiedlichen Renten deutlich zu thematisieren und klarzumachen, wir wollen das und werden das verändern. Sie sagen, Ostkompetenz stärken hieß hier im Wahlkampf, aber auch, wenn man das so sagen darf, ein bisschen gegen den Westen polarisierend Wessis dort zu thematisieren. Ist das nicht Ihr Eindruck, dass das hier vielleicht einigen Wählern auch zu sehr polemisch war? Nein, ich glaube sogar das Gegenteil. Überhaupt ist dadurch das Thema wieder in die Öffentlichkeit gekommen. Wissen Sie, wir haben zu diesem Thema mit ganz starken und vielen guten Argumenten Bundespressekonferenzen gemacht. Wir haben das im Bundestag, im Landtag thematisiert, Anfragen erstellt. Aber das alles hat kaum einen Effekt gebracht. Dieses Plakat, das wirklich ein Volltreffer war, hat das Thema aufgerufen, hat es zu einer gesellschaftlichen Debatte entwickeln lassen. Und deswegen, darauf kann die Linke hier in Sachsen-Anhalt wirklich stolz sein. Wie sehr schmerzt es Sie persönlich, dass nicht die Linke hier tonangebend dann am Ende ist, sondern auch, wenn das Ergebnis, so wie es im Moment aussieht, ein schlechteres ist, viele Menschen, die früher vielleicht auch mal Linke gewählt haben, jetzt AfD wählen? Na, jeder Wähler, der von der Linken zur AfD geht, der schmerzt. Für mich ist das völlig unverständlich, weil man ja sehen kann, was die AfD real in den Parlamenten zustande bringt. Wir sehen im Bundestag, da sind bereits 6 Parlamentarier ausgetreten, dann immer mit dem Vorwurf, es ist eine rechtsradikale Partei. Die Kompetenz ist wirklich nicht da. Aber sie haben dieses Image, wir gegen alle, sehr gut hingekriegt. Und es muss an uns liegen, deutlich zu machen, dass es um die Politik geht. Und da ist der Pol zur Union eben die Linke, gerade hier in den neuen Ländern. Ja, wir sind Gott sei Dank noch drittstärkste Partei, leider mit Verlusten, aber wir werden eine klare, deutliche und nachhaltige Opposition in den nächsten 5 Jahren hier in Sachsen-Anhalt sein.